Porto Tag 2 ist auch vorbei. Ihr seht, ich sitze immer noch an derselben Stelle wie in dem gestrigen Vlog. Das liegt daran, dass ich schon einen Tag weiter bin. Ich bin gerade in Nazaré oder Nazare oder so, wo die höchsten Wellen der Welt sind. Aber was ich da so erlebt habe, seht ihr erst morgen. Porto Tag 2, muss ich sagen, war ein Stückchen besser, glaube ich, sogar noch mal als der erste Tag. Kann man gar nicht so genau sagen. Erstmal, weil die Sonne komplett geschienen hat den ganzen Tag. Deswegen bin ich auch schon so verbrannt. Wir waren am Anfang am Strand. Das habt ihr im ersten Portugal-Vlog gesehen. Da war es noch ein bisschen bedeckt. Aber dann ist sofort danach, irgendwie eine halbe Stunde, komplett alles aufgezogen. Die Sonne kam raus. Es wurde richtig warm. Ich bin dann praktisch einmal in diesem langen, langen Strand entlang gelaufen. Oder ja, Strand kann man nicht wirklich sagen. In Porto war tatsächlich eher mehr so Felsenküste. Und die ganzen Portugiesen, Portoianer, die haben alle in so komischen Felsspalten am Strand gelegen, wo man die von der Straße aus nicht sehen konnte, aber vom Meer zum Meer offen war und haben sich da irgendwie gesonnt. Und ja, irgendwie, dann gab es noch so ein paar Hotels an diesem Strand und direkt daneben der Hafen, was ich auch ein bisschen komisch war. Aber wenn man dann immer weiter Richtung Altstadt, Richtung diesem Flussmündung gelaufen ist, da wurde es dann immer besser und hat dann praktisch darin geendet, der Strand, dass da ein riesen Pier ins Meer reingeragt war, wo irgendwie tausende von Fische im Meer geschwommen sind, was ich so auch noch gar nicht erlebt habe. Das war wirklich ein riesiger Fischschwarm direkt am Ufer. Von auch keine kleinen Fische, halt wirklich so, weiß ich nicht, ja, waren so handlang vielleicht oder vielleicht noch ein bisschen länger, so 20, 25 Zentimeter. Was schon echt beeindruckend war, dass halt so viele Fische da waren und Angler. Also hat ein Angler wirklich, habe ich gesehen, seine Angel da rausgeholt und da hingen dann irgendwie 5 Fische auf einmal dran. Also die haben da wohl noch kräftig gebissen. Das heißt, in Porto ist der Fischbestand wohl noch nicht so niedrig. Zumindest von der Fischart, die da ist, aber ist wahrscheinlich auch saisonabhängig. Lefien, der Angelexperte. Sollte ich mal ein Tutorial zu machen, natürlich. Mit meiner Angel zeige ich euch dann, wie man sich einen Barsch angelt oder sowas. Aber mal Spaß beiseite. Wir sind dann wieder weiter mit dem Bus erstmal in die Innenstadt gefahren. Irgendwie war der Hop-on-Hop-off-Bus, der hatte irgendwie so in letzter Zeit wohl mal die Haltestellen geändert. Da haben die alten Schilder noch nicht demontiert, aber die neuen aufgestellt. Und dann stand ich erst an der falschen Haltestelle, musste den Bus hinterher rennen. Dann erstmal noch 40 Minuten auf den nächsten Bus warten, weil irgendwie... Also wenn ihr jemals in Porto seid, nehmt nicht den roten Bus, nehmt den gelben Bus, denn der fährt am häufigsten. Ein Stück einwärts sind wir dann gefahren. Richtung unter dieser Autobahnbrücke durch, die ihr im gestrigen Vlog schon gesehen habt. Richtung der Luis-Brücke, ich glaube, die ist Ponte Luis oder sowas, die von dem gleichen Erbauer erbaut wurde, der den Eiffelturm gebaut hat. Und das ist auch ein echt monumentales Bauwerk gewesen. Also da gab es unten, auf, was weiß ich, 10 Meter über dem Fluss oder sowas, ging dann so eine Autobrücke und Fußgängerbrücke, wo man halt auf die andere Seite gekommen ist. Und oben irgendwie, ich glaube 80 Meter oder sowas, schätze ich jetzt mal so, überm Fluss, war dann auch so eine Eisenbahntrasse oder Straßenbahntrasse. Das ist echt ein monumentales Bauwerk, das war auch echt hoch. Auf jeden Fall sind wir dann auf die andere Seite von dem Fluss und konnten dann nochmal so ein bisschen an dieser Promenade, Flusspromenade entlang schauen. Und dann sind dann wirklich auch welche von dieser unteren Etage von der Brücke runtergesprungen ins Wasser. Das waren vielleicht so, weiß ich nicht, 10 Meter oder 12 Meter. Also schon ordentlich hoch. Aber es scheint wohl in Porto eine Mutprobe zu sein, da runter zu springen, was weiß ich. So, die andere Seite vom Fluss, die war dann irgendwie ein bisschen nicht so schön. War aber auch noch nicht mehr wirklich Altstadt, nur noch direkt am Fluss. Da waren dann, sind dann so diese Portwein, weiß gar nicht, was macht, braut man Wein, destilliert man Wein? Wie macht man Wein? Wie heißt das Fachwort, um Wein zu machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war dann unten eben diese Portwein-Manufakturen, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und dann ging es auch gleich schon wieder den Berg hoch auf der anderen Seite, wo man dann wirklich eine wunderbare Sicht auf Porto hatte nochmal. Und dann war dann noch irgendwie so ein Einkaufszentrum und was weiß ich, wie es halt in Großstädten so ist. Und dann noch so ein Kloster, ganz auf der anderen Seite an der Spitze war so ein Kloster oder irgendwie eine Kirche oder so eine Art, wo man wirklich dann auf diese Brücke von oben drauf schauen konnte, was irgendwie eine Mörderaussicht war. Da habe ich auch eine Timelapse gedreht, die natürlich noch nicht so perfekt ist, weil ich nicht so häufig mache, aber es wird. Und dann
sind wir halt praktisch, hatten wir so einen Blick auf die Brücke, da war es schon relativ spät, also irgendwie vergeht die Zeit in Porto schneller als anderswo, habe ich so ein Gefühl. Sind über diese Brücke drüber gegangen, wo es mir dann echt schon teilweise ein bisschen mulmig wurde, weil da Sicherung ist in Portugal auch nicht wirklich groß geschrieben. Wenn man irgendwie so eine Strandpromenade ist, da ist kein Zaun zum Wasser hin. Nee, da fliegt man dann irgendwie, wenn man Pech hat, 4 Meter runter ins Wasser, wenn man nicht aufpasst. An der Brücke war dann zum Glück doch ein Zaun auf diesen 80 Metern Höhe, aber der war irgendwie nur so maximal hüfthoch. Und dann war da so ein winziger Fußgängerüberweg. Irgendwie einen Meter breit, dann war ein Poller und dann kamen die Straßenbahnen, also Züge da, auch ohne Zaun. Und in Köln kennt man das, da hat man diese Eisenbahnbrücke, wo man wirklich nochmal mit so einem Zaun alles abgesperrt ist, da wo die ganzen Schlösser dranhängen. In Portugal hast du da so komische Straßenpoller und dann musst du irgendwie gucken, wie du zurechtkommst. Und da natürlich ist diese Brücke auch massiv überlaufen, sodass du da irgendwie auch teilweise noch auf den Schienen ausweichen musst. Und wenn die Züge dann drüber fahren, dann rappelt auch nochmal alles schön, was auch sehr spaßig ist. Dann hatte ich Hunger, wollte ins Hardrock-Café gehen, hab's dann erst nicht gefunden und jetzt komme ich zu meiner Taubengeschichte, die ich im letzten Vlog schon erwähnt habe. Dann sitze ich da, gucke auf die Karte und dann vor mir fällt auf einmal, das ist einfach nur so ein Klatsch, 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 dann fängt da auf einmal, nee, das war keine Taube, das war eine Möwe, hat dann eine Möwe auf einmal angefangen zu scheißen. Direkt vor mir, hat mich zum Glück nur ein bisschen getroffen, also... Ich hasse es ja immer, wenn man von irgendwelchen Vögeln auf den Kopf getroffen wird. Ich wurde zum Glück nur im Nacken getroffen, was zwar auch schon eklig ist, aber in so Hafenstädten, Küstenstädten, da ist es einfach nicht vermeidbar. Irgendwann ist immer ein erstes Mal. Also ich wurde jetzt zum ersten Mal getroffen von einem Vogel, aber ja, ihr lacht euch jetzt kaputt hinter eurem Bildschirm. Aber da fliegen so viele Vögel rum und ich kenne auch Leute, die auch schon echt oft von irgendwelchen Vögeln angeschissen wurden. Ja, hab's dann aber glücklicherweise das Hardrock-Café relativ schnell gefunden und konnte mich da sauber machen. Hardrock-Café in Porto ganz neu, das heißt, ich hatte auch noch kein Hardrock-Café-T-Shirt davon. Hab mir dann eins gekauft natürlich. Und das war echt gut. Also das war wirklich niegelnagelneu. Das hatte, keine Ahnung wie lange das, also sah aus, als wenn es auch noch nicht lange auf hätte. Direkt an diesem riesigen zentralen Platz mit dem Rathaus gelegen, was auch schon echt cool war. Und das hat dann auch meinen Tag irgendwie schon beendet. Ich bin noch an irgendeiner Universität vorbeigekommen, wo ich auf einmal WLAN hatte, weil ich ja in meinem Uni-Netzwerk bin und irgendwie gibt es in Porto auch die Universität, die ist wohl auch im gleichen Netzwerk, also hatte ich mal kurz WLAN, was ziemlich angenehm war. Aber das war auch schon der zweite Tag in Porto. Ihr kriegt jetzt noch ein paar Eindrücke und wir sehen uns im morgigen Vlog wieder, wo es ein bisschen um Nazaré geht. Ciao!